das Akkordeon. Die Tür zum großen Saal öffnet sich schwungvoll. Na endlich, denken die Instrumente, die auf ihren Plätzen neben der Bühne ungeduldig auf den Beginn der Probe warten. Stellvertretend für den musikalischen Leiter des überschaubaren Musical-Ensembles poltert unvorhergesehen ein Akkordeon in den Raum. So, ab heute bin ich auch dabei, ruft es mit durchdringender Stimme. Das darf nicht wahr sein, fiebt die irische Flöte, die durch ihre regelmäßigen Auftritte bei folkloristischen Veranstaltungen schon die ein oder andere Handharmonika kennen, aber mitnichten lieben gelernt hat. Bei dieser Darbietung hatte sie sich darauf gefreut, endlich mal mit anderen Instrumenten zusammenspielen zu können. Auch das Keyboard ist nicht begeistert, weil die Anwesenheit eines Akkordeons oftmals zu einem akustischen Gerangel zwischen den beiden Instrumenten führt. Deswegen ruft es, da muss ein Irrtum vorliegen, wir sind gut besetzt für die Stücke der neuen Aufführung. Kommt gar nicht in Frage, keift das Akkordeon zurück. Ich soll hier erscheinen, also bin ich da. Wir wollen dich hier aber nicht haben, pfeift die Flöte mutig. Außerdem ist hier eh kein Platz mehr. Das reicht der Quetschkommode als Kampfansage, die von ihrem Wesen her nicht für ihre Friedfertigkeit bekannt ist. Ich werde mir meinen Platz schon sichern, pustet sie sich auf und stürmt Richtung Band. Wir müssen es aufhalten, so tut doch einer was, lärmt das Keyboard. Selbstredend ist es in eine Ecke gequetscht und somit gänzlich unbeweglich. Aus vorderster Reihe stürzt sich die irische Flöte mutig dem Akkordeon in den Weg. Dieses ringt das kleine Blasinstrument nieder, wirft sich drauf und benutzt es als Rollhilfe, um den Weg zu den restlichen Instrumenten schneller zurückzulegen. Man hört, wie die Flöte aus den letzten Löchern »Ich hab alles versucht« pfeift. Die Geige kann die Flöte gut leiden und quietscht Richtung Akkordeon »Sofort runter da!« Die Handharmonika lacht hämisch und steuert direkt auf die Geige zu. Diese ist nun absolut verstimmt und baut sich vor dem Akkordeon auf. Nach kurzem Gerangel, weil die Geige mit ihren Wirbeln dem Balg doch gefährlich nahe kommt, muss auch das Streichinstrument eine Niederlage einstecken. Die Geige liegt am Boden, das Akkordeon nimmt die gut gespannten Saiten als Sprunghilfe, um noch näher zu den anderen Instrumenten zu gelangen. In diesem Moment kommt das Tamburin um die Ecke. Es ist nicht gern lange still und hat somit vor Beginn der Probe noch eine Runde um den Holzblock gedreht, der hinter der Bühne steht. Mit seiner gesunden Auffassungsgabe versteht das Tamburin sofort, wann sein Einsatz gefragt ist. Genau jetzt. Es zieht die Aufmerksamkeit des Akkordeons mit einem Schlag auf sich. Jetzt kannst du was erleben, schellt es durch den Raum. Das Tamburin rollt in Richtung Harmonika, die sich zusammenzieht, um mit ihrem gesammelten Gewicht das Perkussionsinstrument zu erschlagen. Dieses läuft allerdings seiner Form geschuldet im Kreis, womit das Akkordeon nicht gerechnet hat. Beide Instrumente landen genau von dem Schlagzeug. Für ein gutes Timing bekannt, ist das Drumset bereit für seinen Soloauftritt. Die Quetschkommode hat gegen das Schlagzeug keine Chance. Die Sticks wirbeln und bringen es ganz durcheinander. Die Trommeln sind bei jedem Aufprall lauter, als das Akkordeon es jemals sein könnte. Und ihm fliegen die Becken noch um die Ohren. Die Dramatik nimmt beim Einsatz der Bassdrum noch einmal Tempo auf, da das Pedal dem Akkordeon ganz schön zusetzt. Es versucht daraufhin, der Snare das Fell abzuziehen. Das Schlagzeug lässt sich das nicht gefallen und nimmt die Quetschkommode mit der Hi-Hat in den Schwitzkasten. Jetzt gibt es weder vor noch zurück. Aufgeblasenes Handeln hilft dem Akkordeon in dieser Situation auch nicht mehr. Ihm geht die Luft aus. Habt Erbarmen, wimmert es kläglich. Es wird still. Mit trübseligen Situationen kennt sich die Trompete aus. Mitten in die Stille hinein setzt sie zu einer melancholischen Melodie an. Betroffenheit legt sich wie ein Cluster über die Band. So etwas hatte niemand gewollt. Erst lange, nachdem der letzte Ton verhallt ist, erwacht der Bass als erster aus der Schockstarre. Er zupft nervös an sich herum und brummt, wie wäre es, wenn das Akkordeon unseren Titelsong lernt und draußen vor der Tür spielt? Genial, stimmt die Gitarre mit ein. Du bist ein Genie, Bass! Dem Bass ist das schon lange klar. Er freut sich aber immens über ein Lob, da ihm solches selten in der Öffentlichkeit zugesprochen wird. Die Gitarre kommt richtig in Schwingungen. Das wird Zuschauer anlocken, das ist genial.
Die anderen Instrumente stimmen mit ein und jubilieren. Das Akkordeon fühlt sich etwas überrumpelt. Aber Musik zu machen ist immer noch besser als das Getöse von vorher. Das Keyboard, nun auch sehr um Wohlklang bemüht, bringt ihm den Titelsong bei. Damit die gerade wieder aufgebaute Harmonie erhalten bleibt, begleitet die Gitarre das Akkordeon nach draußen. Drinnen, neben der Bühne, hat der Kampf seine Spuren hinterlassen. Flöte und Geige befinden sich immer noch in der gleichen Lage am Boden. Noch ist unklar, wie lange sie es dort aushalten. Allerdings geht im Leben manchmal nichts über eine ordentliche Generalpause. Immer in der Hoffnung, dass diese nicht in totaler Stille mündet.